Durchaus Punkt Nummer zwei, spezifisches To-Do kognitiv, Okay. emotional und auch was mein ganzer Körper betrifft, ja, auch psychosomatische Symptome, beispielsweise wenn unterdrückte Wut, ja, äußert sich oft in Schmerz und körperlichen Symptomen. Das zu verstehen, gibt einen ganz anderen Handlungsspielraum. So, hallo Caro. Hallo Sophien. Heute lernen wir von dir, wieso eine Erfahrung mit Psilocybin ohne psychotherapeutische Begleitung, ohne Integration viel weniger seine Wirkung entfalten kann. Ja, vielleicht nur 20% anstatt die 100. Wieso ist es so? Was wäre für dich der erste Punkt? Punkt Nummer eins wäre die Deutung unserer, meiner, deiner Reise. Was meinst du damit, Deutung? Das Verständnis auf kognitiver Ebene, emotionaler Ebene, körperlicher Ebene über das, was da gerade passiert ist oder was sich gezeigt hat. Beispielsweise, ich begegne meinem inneren Kind. Ich habe eine sehr angstvolle, eine sehr traurige Reise. Ich begegne meiner Mama. Ich sterbe. Was mache ich jetzt damit? Wenn ich nicht greifen kann, was soll ich integrieren? Das heißt, wenn du mit Personen arbeitest, die eine psychedelische Erfahrung hatten, dann gibst du denen wie so eine Landkarte von ihrer Psyche, von ihren Themen, dass sie sich besser verstehen. Und wenn man das nicht macht mit einem, der in der Psychotherapie ist, dann wird es halt schwierig, das selber zu deuten. Das ist, was du meinst. Hast du ein Beispiel von, weil du arbeitest ja mit Schematherapie, wie das dann aussehen könnte, dass man es ein bisschen mehr greifen kann? So eine Landkarte. Absolut, ja. In der Regel ist es so, dass wir einem Schemata unterworfen sind, mehreren Schemata, die dienten, ja, lebensgeschichtlich dem Überleben, haben uns vor Verletzung geschützt, haben davor geschützt, dass wir Liebe verlieren, dass wir Selbstbehauptung verlieren. Und diese Schemata sind in uns drin. Und in der Regel ist es nicht nur ein Glaubenssatz, sondern unser ganzer Organismus ist diesem Schemata unterworfen. Und es kann eine Dynamik sein von, wenn ich wütend bin, passiert was Schlimmes, deshalb bin ich nicht wütend, deshalb unterdrücke ich meine Wut und bin quasi auf der vorderen Bühne, so wie wir es nennen, spiele ich eine Rolle, mein ganzes Leben. Und da ist unheimlich viel emotionale Energie, die nicht raus kann, die sich dann anderweitig Luft macht. Deshalb können sich in der psychedelischen Reise Dinge zeigen, die damit zu tun haben. Kindheitserfahrungen, Verletzungen nochmal durchlebt werden. Wenn ich aber nicht weiß, ja, warum jetzt? Wie kann ich dem entgegenwirken, indem ich da und da hinschaue, indem das und das mein To-Do ist, um jetzt diese Dynamik zu umgehen oder anders Hand zu haben? Das heißt, man könnte es schon sagen, eigentlich Punkt Nummer zwei ist dann, ich habe die Landkarte und ich weiß, okay, vielleicht mein größter Bottleneck oder meine Low-Hanging Fruit ist vielleicht das Thema Wut. Jetzt kann ich spezifisch daran arbeiten. Wenn ich diese Landkarte nicht habe, nicht das Verständnis, kann ich nicht spezifisch an den Themen arbeiten. Würdest du sagen, das ist, kann man als Punkt Nummer zwei dann? Ja, durchaus Punkt Nummer zwei, spezifisches To-Do kognitiv, Okay. emotional und auch was mein ganzer Körper betrifft. Ja, auch psychosomatische Symptome, beispielsweise wenn unterdrückte Wut, ja, äußert sich oft in Schmerz und körperlichen Symptomen. Das zu verstehen, gibt einen ganz anderen Handlungsspielraum und ja, ist Grundlage für, ich habe was zum Integrieren. Weißt du, Integration hier und da höre ich überall nach einer psychedelischen Erfahrung. Aber was zur Hölle soll ich integrieren, wenn ich keinen Plan habe? Was? Wohin? Wo rein? Ja. Okay, Caro, was wäre Punkt Nummer 3? Punkt Nummer drei wäre Heilung versus eine Überwältigung oder eine wuchtige Erfahrung, die ich nicht integrieren kann. Okay, lass uns mal auf den zweiten Teil davon eingehen. Eine zu wuchtige Erfahrung, zu überwältigend, was heißt es? Ich begebe mich in die Reise ohne jegliche Reflexion meines Lebens, ohne jegliches Verständnis für die Schemata, über die wir gerade sprachen. Ich weiß vielleicht so ein Mutterthema oder ich weiß, ich habe Angst in Leistungssituationen, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich bewertet. Das ist schon ein Wissen, was dient. Auf der anderen Seite kann es natürlich passieren, dass du Dinge erlebst, die Traumata waren, die nochmal so überlebst, dass du nicht übersteigen kannst und sagen kannst, ja, ich trippe ja jetzt, sondern it's fucking real, was da passiert. Also
Retraumatisierung. Genau. Was bedeutet Retraumatisierung? Retraumatisierung im Sinne von, ich habe ganz viel Masse an emotionalem Erleben während des Trips und die ist jetzt da. Da kommt auch diese Komponente der Bewusstseinserweiterung ins Spiel. Also der Vorhang fiel. Ja, und jetzt? Ich kann nicht mehr so weitermachen wie zuvor, kann meinen Job nicht mehr ausüben. Viele sagen, Caro, ich möchte aber nicht, dass ich dann wieder ein halbes Jahr nicht arbeiten kann, weil sie nicht bei der Integration begleitet wurden. Das ist oft so ein, ja, so ein Wunsch. Bitte diesmal helf mir jemand, weil ich war danach aufgeschmissen. Viele Emotionen lost. Diese Das Öffnung. heißt, es ist danach, ja. Das Genau. heißt, der Trip war so intensiv, Yes. dass ich danach Schwierigkeiten habe, weil so viel an der Oberfläche ist. Ja. Das ist, was du meinst mit Ja. Retraumatisierung und mit der Trip ist zu wuchtig. Genau, Retraumatisierung auch im Sinne von, wenn da Urängste thematisiert werden, die im Trip dann versöhnlich sind, Serotonin, generell so wie Psychedelika, dass du dann Rescripting erfährst, trotzdem sind die Ängste dann da, dass beispielsweise deine Symptome im Alltag, Ängste, die du überwunden hattest oder die du angesehen hast während des Trips, die sind da mal für 4 Wochen versöhnlich oder subtiler. Und dann guckst du nicht mehr hin, nach 4 Wochen, bam, in your face. Und der ganze Spaß fängt wieder von vorne an, wenn du da nicht begleitet wirst und ja auch koreguliert wirst von einem Therapeuten. Okay, aber zum Verständnis. Das heißt, diese Emotionen, du hast gesagt, für 4 Wochen sind die nicht so präsent und ich fühle mich besser. Sie Und, sind. oder wie genau kann ich das verstehen? Und danach wird sozusagen diese Emotion, ich sag mal, die Glaubenssätze, die Emotionen, ich habe wieder mehr Schwierigkeiten und diese unterbewussten Programme kontrollieren mich mehr. Wieder. Wieder. Okay. Ist das, was du meinst? Nur, dass ich es richtig verstehe. Ja, plus dieser Umstand, dass du diese versöhnliche Erfahrung gemacht hast, Mitgefühl für dich selbst hattest während des Trips. Aber es braucht ziemlich viel Arbeit, Mitgefühl für sich selbst nachhaltig zu kultivieren und auch aufrechtzuerhalten. Sonst kommt der innere Kritiker wieder. Der war halt 30 Jahre, 40 Jahre da, weil ich jetzt mal 6 Stunden mich sehen konnte, ohne dass er mich diffamiert, abgewertet, was auch immer hat. Der wird wiederkommen, versprochen, ja. Und wenn ich da nicht dafür sorge oder nicht weiß, was ich zu tun habe, wie ich das aufrechterhalten kann, dann ist eine psychedelische Erfahrung aus therapeutischer Sicht nicht nachhaltig, ja. Wobei, was ich sagen würde aus eigener Erfahrung ist, weil du ja auch gesagt hast, es ist einmal, Punkt Nummer 3 ist Heilung versus vielleicht der Trip ist zu heftig, zu wuchtig. Es ist, glaube ich, immer eine Kombination. Man kann nicht sagen, isoliert, es ist nur Heilung oder es ist nur, es war jetzt, der Yes. Trip war jetzt zu krass und zu viele Emotionen sind an der Oberfläche, sondern es ist eine Kombination, oder? Absolut, das ist jetzt lediglich meine therapeutische Sicht darauf, dass ja ich das einfach per se nicht stark befürworte, einfach zu trippen. Alles klar, Es ist eine dann Mischung. lassen wir das. Es ist eine Mischung auf Punkt jeden Nummer 4 würde Fall. ich jetzt mal anteasen, der mir kommt, ist das Thema Koregulation. Heißt, ich weiß zwar, was mein größter Bottleneck ist, ich kenne meine psychologische Map, ja, ich kann damit umgehen. Das Problem ist aber, zum Beispiel, ich weiß, es ist jetzt mein Vaterthema, ich kann es alleine nicht handeln. Ja, ich brauche jemand, der mich sozusagen reguliert, deswegen Koregulation. Erklär mir mal aber im Detail an einem Beispiel, weil du hast ja Personen, die du begleitest, genau mit dieser Thematik, an einem Beispiel, was genau da passiert. Ich frage dich zurück, warum hat eine Person beispielsweise ein Vaterthema oder warum gibt es Trauer, Defizite in Bezug auf eine Mutterbindung? Als Kind alleingelassen, keine Liebe vom Vater, keine Guidance, gar nichts. Das sage ich. Das heißt, ich kann auch schwierig mir selber dann die Guidance Yes. geben im Erwachsenenalter. Weil ja in mir das kleine Kind der Ja. verletzte Part ist Ja. und da komme ich dann alleine auch nicht ran. Das wäre im Endeffekt die Yes. Koregulation. Ja. Was wäre Punkt Nummer 5, Caro? Punkt Nummer 5 wäre das Thema Sicherheit und
Sicherheit Aber und sorry, lass Sicherheit. mich dich unterbrechen. Bei Punkt Nummer 4, Koregulation, da habe ich doch die Sicherheit. Was ist der Unterschied? War Gibt keinen. Die Sicherheit ist eher so die Klammer um Mensch, halt in einer sicheren Umgebung. Eine sichere Umgebung ist die Sicherstellung von emotionalen Grundbedürfnissen. Dazu gehört Liebe, Koregulation. Dazu gehört, ich kann meine Emotionen frei äußern in der Psychotherapie. Dazu gehört, ich kann mich selbst behaupten, bin autonom. Dazu gehört, ich habe Kontrolle und Ordnung durch den Therapeuten. Okay, verstanden. Ich fasse mal die 5 Punkte zusammen. So, Punkt Nummer 1 ist, ich verstehe meine psychologische Map. Yes. Ja. So. Wichtig. So, Punkt Nummer 2, ich habe eine Übersicht, ist Punkt Nummer 1. Ich habe eine Übersicht. Punkt Nummer 2 ist, ich weiß, was sind die Bottlenecks, was ist vielleicht das gravierendste Thema, vielleicht das Thema, das Vaterthema oder und damit die Wut, die dahinter steckt und so Ja, weiter. und was passiert dann in diesem Schema? Genau. Um das zu umschiffen, Was sind um die das. Mechanismen da, Genau. die Ja. dahinter sind? Genau. So. Und dass ich dann spezifisch arbeiten kann. So. Punkt Nummer 3 war, dass das Thema Heilung und dass es mich zu arg überwältigen kann. Das heißt, zu viele Emotionen sind dann da. Ja. Und Wohin damit? wohin damit? Genau. Punkt Nummer 4 ist die Koregulation. Das heißt, ich brauche, wenn ich mir selber als Kind zum Beispiel. Oder wenn ich selber als Kind den Vater nicht hatte, dann ist es super schwierig, mir das im Erwachsenenalter, diesem kleinen Kind in mir das zu geben. Das heißt, ich brauche jemanden, der mich da unterstützt. Ja, Und Punkt. hilflos. Du warst hilflos, nicht du, generell ohnmächtig. Dein Körper hat sogar aufgehört zu fühlen, weil es nicht sicher war, weil keine Liebe da war. Da Menschen denken dann ihre Gefühle und haben keinen Zugriff mehr auf ihren Körper. Das nennt man Dissoziation, aber ja. Liebe, der Punkt 4. Okay, verstanden. Und Punkt Nummer 5 ist Sicherheit. Sag nochmal, was du damit meinst. Sicherheit, wenn ich das so als Klammer nehmen würde, da drin steht dann Liebe, da drin steht Ordnung, Kontrolle, da drin steht Autonomie, Selbstbehauptung und da drin steht der freie Ausdruck von Emotionen, so wie es Kinder tun sollten, was in der Psychotherapie möglich ist. Diese Klammer gibt Sicherheit und in dieser Klammer fühlt ein Mensch, ansonsten nicht. Oder ja. Alles klar, verstanden. Super. Vielen Dank.